Hallo und herzlich willkommen im Wald. Eigentlich wollte ich gar nichts drehen, sondern bin bloß für mich hier. Aber wenn ich schon da bin und ohnehin ein kleines Feuerchen machen wollte und hier jetzt in der Gegend gerade feststelle, dass ich hier jetzt keinen besseren Zunder finde, also keinen besseren Zunder und keine Lust habe, jetzt lange rumzusuchen, bis ich jetzt einen richtig guten Zunder finde, weil zum Beispiel irgendwelche trockenen Gräser oder was im Frühling, da müssten die über den Winter trocken geblieben sein und das hat man vielleicht mal, aber so trocken ist es jetzt gerade nicht. Was es aber gibt, sind trockene Hölzer. Ne? So kleine Zweigchen, die irgendwo zwischen den Bäumen hängen. Ne? Also die von einem Baum gefallen sind und dann irgendwo im Unterholz hängen geblieben sind und nicht auf dem Boden rumgelegen sind. So, und die haben ja grundsätzlich sehr dünne kleine Teile und diese sehr dünnen kleinen Teile, die brennen sehr, 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 sehr leicht. Warum? Weil sie im Verhältnis zu ihrer Masse, ihrem Volumen eine sehr große Oberfläche haben. Selbst wenn diese Oberfläche nur aus Rinde besteht, die per se eigentlich ja nicht so gut brennt wie reines Holz. Aber was man jetzt damit jedenfalls machen kann, ja, da braucht man einfach im Prinzip sich nur eine winzig kleine Y-Astgabel in den Boden stecken und lehnt sich da in einem circa 45 Grad Winkel eben die ganz dünnen Zweigchen, die man finden kann, dran. So, der Haken ist, die Methode funktioniert jetzt nicht, oder zumindest nicht für Otto Normalverbraucher, mit einem Fire-Stil. Vielleicht mag das irgendein Großmeister mit so einem Ding hinbekommen, sondern das ist jetzt eine Methode, bei der man halt wirklich nicht groß noch Zunder suchen muss, die aber halt im Prinzip auf eine Flamme zum Entzünden angewiesen ist. Schauen wir mal, ob ich das mit einem Streichholz schon hinkriege. Weil dadurch, dass das so schön aufrecht steht, kann sich das Feuer dann ganz gut direkt nach oben fressen. Und man kann ruhig noch mehr nehmen. Ich will halt nur wirklich ein sehr, 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 sehr kleines Feuerchen machen. Und wenn man das dann soweit hat, dann kann man auch schon langsam vielleicht das Ganze noch ein bisschen höher bauen. Noch ein paar andere kleine Sachen. Die sollte man sich allerdings vorher vorbereiten. Ups. Oben drauflegen. Versuchen, es nicht allzu sehr umzuwerfen. Und rechtzeitig mit ein bisschen was Dickerem anfangen. So, und wenn es dann gut aussieht, gleich ein bisschen Material nachlegen. Und dann kann man, solange es jetzt nicht sehr nass ist und einigermaßen trockenes Holz zu finden ist, sich so ein ganz kleines, schnelles, spontanes Feuerchen relativ einfach anzünden. Und immer in die Höhe bauen, nicht am Rand irgendwas dranlegen. Immer schön versuchen oben drauf. Es geht jetzt hier ein bisschen Wind, aber ist nicht schlimm. Also alles im grünen Bereich. Früher oder später bricht das dann auch zusammen, aber das macht ja nichts. Ja, und im Prinzip ist es das auch schon gewesen, was ich euch wirklich ganz, ganz schnell und ganz, ganz kurz zeigen wollte. Eine kleine, meiner Meinung nach idiotensichere Technik zum Feuer anzünden, wenn man ein Streichholz oder ein Feuerzeug dabei hat. Macht's gut!